Schön, dass ihr bei Anno 1800 wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf euch, ich hoffe ihr genauso. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich noch eine Kleinigkeit sagen zu den letzten 6 Folgen. Und zwar waren die ja etwas laut, zumindest die Musik und die Soundeffekte waren etwas sehr laut. Das habe ich ganz gar nicht mitgekriegt. Anno hatte in der Zwischenzeit, also vor der Aufnahme, ein Update. Wahrscheinlich, weil der erste Teil des neuen Session Passes draußen ist, das erste DLC. Auf jeden Fall hat sich durch dieses Update die komplette Soundeinstellung von Anno alles wieder auf Maximum gedreht. Musik stand auf 100%, Gesamtlautstärke, Soundeffekt, alles war wieder hochgedreht. Ich habe das Update aber nicht mitgekriegt. Ich habe das leider erst nach der Aufnahme gemerkt, nachdem ich nochmal alles durchgeguckt habe. Deswegen war das leider alles etwas zu laut. Ich habe es jetzt wieder richtig eingestellt. Jetzt sollte das eigentlich nicht mehr so laut sein. Aber dafür entschuldige ich mich. Gut, wir fangen hier auf jeden Fall an. Und zwar hatten wir ja angefangen, Gebäude wegzunehmen, zu aufwerten. Das will ich ja noch weitermachen. Dafür müssen wir ja auf den anderen Inseln weitermachen. Zwischenzeitlich natürlich bei der Piraten gucken. Na, ich will jetzt keine Quests bei dem machen. Ich will auch kein Schiff kaufen. Ist das ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Nee, das will ich ja gar nicht. Ich wollte nur bei ihr gucken. Vielleicht streiche ich dich von meiner Liste. Ja, will ich doch mal hoffen, ne? Kriegsschiffe, Handelskammer, Produktivität plus 10%. Naja, gibt's Besseres, ne? Arbeitskräfte minus 20%. Lass mal wieder Schiffe, ich will nicht so viel Schisskram. Handelskammer, Produktivität plus 15%. Anzahl Module minus 10%. Das ist nicht gut. Zusätzliche Waren, Tabak. Und das ist wieder Schiff. Gut, im Moment hat sie nichts, aber das wechselt ja öfters mal bei ihr. Gut, wir hatten hier, hatten wir aufgebaut. Weil wenn ich hier mehr so Bewohner aufbaue, kann ich vielleicht letztendlich auch hier was ein bisschen wegnehmen. Weil ich ja nicht mehr so viel auf der Hauptinsel brauche, ne? Hier hatten wir die Herrschaften aufgebaut, genau. Die wollte ich aber so lassen, glaube ich, ne? Wenn ich es auch noch richtig im Kopf habe. Ja, hier wollte ich nichts weiter und wir hatten hier noch aufgebaut. Ich will auf anderen Inseln auch noch welche aufbauen, so ist es nicht. Genau, die wollte ich, glaube ich, komplett zu bauen lassen. Und die wollte ich komplett zu... Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ja, und die dürfen noch weiter frieren, soweit sind wir noch nicht. Die wollte ich komplett aufwerten zu... Zu Bauern, ne? Zu Arbeitern. So eine Art war das. Aktuell haben wir eh genug Bauern, aber da haben wir auch genug. Aber das ändert sich noch, weil ich ja noch alles zustufen will. Warten, haben wir hier noch genug? Ah, nicht so viel, aber... Ein Biesle geht. Jut. Wie gesagt, die restlichen paar hier, die kommen auch noch. Da sind ja nicht mehr viele. Alles kein Problem. Gut. Allerdings fürchte ich, dadurch wird irgendwann unsere Konservendosenverbrauch hier gewaltig steigen. Weil gut, die jetzt glaube ich nicht mehr. Ein stumpfes Messer schneidet nicht. Ja. Nee, die brauchen keine Konservendosen mehr. Aber die glaube ich noch, ne? Ja, guck, die brauchen mich noch. Und weil wir alle zu denen ausstufen wollen, davon werden wir wesentlich mehr brauchen. Das wird auf Dauer nicht reichen. Das produzieren wir ja, glaube ich, hier. Oder? Yep. Aber hier haben wir halt das Problem, ich könnte die zwar ein bisschen umbauen, dann kriege ich ein paar mehr hin. Ja, das weiß ich. Es müssen nur die Hauptgebäude drinstehen, aber das wird auf Dauer trotzdem nicht reichen. Ich werde das Ganze umziehen müssen. Und zwar auf diese Insel hier. Hier haben wir ja Paprika, ja. Hier kann ich mich beides aufbauen, ohne dass ich dafür das Item brauche. Das werden wir machen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann können wir mich letztendlich auch, wenn wir hier auf der Hauptinsel die meisten hochgestuft haben, so gewisse Sachen wie Bier und, warum nicht, und Schnaps und so, brauchen wir hier gar nicht mehr hinliefern. Dann können wir da mich Sachen reduzieren, was wieder Unmengen an Kosten spart. So, aber dafür brauchen wir jede Menge, um das Ganze umzusiedeln, ne? Das heißt, wir brauchen auch einen Handelskai. Gut, Einfluss haben wir ein bisschen, das kriegen wir aber hin. So, das heißt, am besten erstmal ein Handelsschiff bauen, damit wir überhaupt die ganzen Materialien rüberkriegen. Die können wir inzwischen auch bauen, weil wir haben bei der Piraten ja gut eingekauft. Was übrigens der Grund war. Ich vermute mal, ihr werdet das auch noch schreiben. Wie gesagt, die Folge war noch nicht, wo ich das hier aufnehme, aber ich denke mal schon. Ja. Natürlich, deswegen war auch mein Geld auf einmal so niedrig. Der Großeinkauf bei ihr war halt ziemlich teuer. So, aber die will ich jetzt gar nicht bauen. Ich will ein Frachtschiff bauen, um die ganzen Materialien darüber zu kriegen. Das schafft unser... Das Schiff steht zu Diensten. Das kann ich zusätzlich mit rüber schicken, aber das alleine schafft das halt nicht. Jetzt muss ich mal kurz googeln. Was ist, das war ein Handwerker. Was brauchen wir denn überhaupt für Gulasch? Alles an Materialien. Dafür brauchen wir nur Holz. Dafür brauchen wir auch nur Holz. Gut. Dann müssen wir da noch aufbauen. Da brauchen wir schon mal Ziegel und Holz für. Guck mal. Hier brauchen wir schon Fenster, Stallträger. Kurz gesagt, wir brauchen Holz, Stallträger, Ziegel, Fenster. Ja. Hier auch nochmal. Und natürlich müssen wir auch den Pendlerkai bauen. Hier natürlich nicht, aber gut. Ich kann jetzt gerade nicht gucken, was ich dafür brauche. Warte mal. Aber hier kann ich gucken, ne?
Holz und Ziegel, okay. Sehr schön, sehr schön. Dann kriegen wir das nämlich von der Insel hier runter. Schade eigentlich, ist eine sehr große Insel. Aufgeben will ich die ungern. Da machen wir dann irgendwas anderes später. Vielleicht zum Beispiel Trauben oder so. Aber ich glaube, das lässt sich alles ohne Probleme machen. Du, Stück für Stück jeweils. In der Zwischenzeit werde ich hier nochmal ein paar weitere aufwerten. Zum Beispiel die da. Mich ein bisschen um die Deko kümmern. Ah, da geht noch nicht. Okay, da geht noch nicht. Hatten wir hier noch irgendein Gebäude, was weg muss? Sind Sie neugierig? Kirche. Gut, die sollen ja alle zu Nida aufgewertet werden. Kirche brauchen die aber auch schon nicht mehr, ne? Käfig oder zumindest aus Messing. Gut, die Kirche kann ich noch nicht entfernen, aber die brauchen keine Kirche mehr, ne? Ne, ne. Ne, ne, aber gut, die Kirche muss erstmal stehen bleiben, aber ansonsten steht ja nichts mehr, ne? Kann man mal kurz überprüfen. Marktplatz haben wir, glaube ich, nur noch hier unten. Da, ja gut, hier noch jede Menge. Hier müssen sie auch erst was stehen bleiben, aber hier oben ist nichts mehr, ne? Nein. Sehr schön. So, und na gut, Feuerwehr brauchen wir immer. Und Wirtshaus haben wir hier auch schon entfernt, ne? Ja, sehr schön. Na gut, hier ist noch eins. Das muss aber auch erst was stehen bleiben, genau wie die. So, und der Arbeiterkram kann später nämlich auch weg. Kirche brauchen die noch. Handelskammern will ich auch nutzen, da muss ich aber später halt... Oder Rathäuser, da muss ich halt später was die Items austauschen. Gut, Gebäude geht das erstmal. Ich kümmere mich hier erstmal um die Deko. So viel Zeit muss sein, während er das Schiff baut. Machen wir wieder normale Geschwindigkeit hier. So, da ist keiner erstmal weg. Jetzt nur die Frage, was bauen wir hier an Deko hin, ne? Und ein Haus passt hier nicht mehr hin. Na gut, wir könnten zwar einfach so einen Park dahin machen, aber das wird auch ein bisschen langweilig auf Dauer, ne? Was gibt's denn hier so an Deko? Malerischer Plaza, Geraderzaun, Torbogen. Ah, das ist auch nicht so das Wahre, ne? Touristenmäßig vielleicht ein bisschen was? Gut. Was haben wir denn hier? Fundo-Ecke, Stadtplan. Ins Puppentheater gehen. Ja, dann geh doch ans Puppentheater, Mensch. Hier so ein Blumenbeet lang. Mal gucken, wie wird das aussehen? Zumindest hier so, als Deko und davor dann was anderes. Ja, dann machen wir hier gelbe und hier dann rote. So, und da wieder gelbe. Wir haben ja nur die zwei. Ne, wir haben noch lila. Dann machen wir hier die lila. Ja, den Deko sehen. Ach, hier ist schon Deko. Ja, okay, dann lasse ich das hier so, wegen der Bushaltestelle. Aber hier die beiden. Und hier vor dann irgendwas anderes. Vielleicht Kirschbäume mit Bänke. Sieht man das irgendwie, wie es aussieht? Achso. Sind die auch mit Bänke? Nee, die sind ohne, ne? Ja. Dann nehme ich doch die mit Bänke. Dann haben wir so eine kleine Allee, wo die Leute noch sitzen können. Ja. Passt doch ganz gut ins Stadtbild. Dann machen wir die hier auch nochmal hin. Hauptsache, hier steht ein bisschen Deko. Das ist nicht so leer. Hier ist noch was. Hat sie gesagt. Okay, warte mal. Hier ziehen wir denn einmal die lila lang. Zack. Und da machen wir dann auch nochmal die Bänke vor. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus meinem Land. Nein, mein Freund. Nein. Nein, nein, nein. Ist nicht. Nein. Du bist mal so lange auf dem Sattel gegangen? Also eine Kirschbaumallee gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Da sind sogar noch irgendwelche komischen Spitzen mit zwischen. Sehr schön. So, die würde ich gerne weiter ausbauen, aber ich glaube, die sind noch nicht so weit. Nee, da fehlt noch ein Bewohner. Dorf fehlt noch ein Bewohner. Ja, gut. Aufgrund von Schulmangel. Der kann schon. Was ist, meckert er hier rum? Bereit für Ausbau? Jo. Der kann auch schon. So, die sind zumindest Handwerker. Ja, ja, die kriegen schon noch alles. Ja, das ist alles kein Problem. Wieso hat denn der so einen Schulmangel? Der genauso. Die beiden, denen fehlt Schule. Wo ist denn die nächste Schule? Warte mal. Schule war doch natürlich. Schule war aber Arbeiter, ne? Ah, das ist doch voll gegeben hier, die Schule, Mensch. Dann beweg doch mal deinen Hintern dahin. Also wirklich, ich glaube, das kommt, ne? Echt? Was kannst du mir denn erzählen? Wo ist denn die Schule? Hier unten. Hier oben ist keine, ne? Na gut, dann stelle ich hier erstmal eine Schule mit hin irgendwo. Und kann sie ja nachher wieder wegreißen, das hatten wir ja schon mal. Hauptsache hier, die Schule ist gut gegeben. Ja, jetzt wird grün, sehr schön. Da auch grün, dann kann ich sie aufwerten, dann kann die Schule wieder weg. Und die hier brauchen ja keine Schule mehr, ne? Oder?
Der ist ja schon fast komplett voll. Doch, die brauchen auch noch Schule. Okay, aber die sollen ja auch noch aufgewertet werden zu denen da. Und die brauchen, glaube ich, keine Schule mehr. Doch. Ne, ist eine Uni. Bei denen auch Uni? Also Schule. Okay, bloß die anderen brauchen schon Uni. Alles klar, oder? Das haben wir gleich. Den haben wir hier, obwohl die letzten... Gut, der kann schon. Sehr schön. Wie gesagt, das kommt alles. Der kann jetzt auch schon. Oh Mann, dann machen wir die hier. Ich möchte ja nicht gerne mit zu denen, weil das hier so mittendrin ist. Den können wir auch schon, aber das dauert ja ein Weilchen. Der braucht noch ein Biesle. Der braucht auch noch ein Biesle. Der auch. Den können wir jetzt auch schon mal. Sehr schön. So kriegen wir die nachher nach aufgewertet. Und dann kann die Schule da auch wieder weg. Den passt das. Sehr schön. Hier sind ja auch noch welche, die aufgewertet werden müssen. Haben aber auch alles. Dauert bloß alles ein Weilchen. Aber wir kriegen es schon hin. Dadurch steigt natürlich unser Geld immer weiter. Und wir brauchen später andere Ressourcen. Weiß nicht, wodurch wir jetzt schon wieder Einfluss verloren haben, aber passt schon. Haben immer noch genug. Das Schiff ist im Bau. Sehr schön. Wir machen aber ganz gemütlich jetzt. Erstmal hier im Blick behalten. Ah, gut, ein bisschen dauert's. Ja, mehr gar nicht rum, Mensch. Meine Konservendosen sind doch da. Du musst dich bloß mal dann Hintern bewegen und sie holen, Mensch. Genau wie bei den anderen Sachen. Gut, die werden schon kommen. Und dann kommt die Schule näher weg, weil Uni haben sie ja. Hier ist ja genau das Gleiche. Gut, der kann inzwischen. Einmal. Ah, noch nicht alle, ne? Die kommen jetzt gerade nach und nach alle. Ah ja, zumindest kann der schon mal. Der schon mal. Der schon mal. Der kann auch schon mal. Sehr schön. Ich glaube, hier können eh nicht alle aufgrund von Strommangel. Aber die können zumindest. Sehr schön. Handwerker haben wir ja um mehr als genug. Ja, jetzt ist Einfluss noch nicht gestiegen, aber Geld steigt schon mal sehr gut. Wir sind bei 14.000 plus. Was will man mehr? Wieso will der denn nicht? Was fehlt in der Uni? Wo ist denn die Uni? Die Uni müsste ja bei Handwerker stehen. Die Uni steht hier unten. Ah, gut, ja gut. Hier oben kriege ich auch ein Leben, keine Uni mehr hin, ne? Und dem da... Ah, dem fehlt genauso die Uni. Ja gut. Was ist die Feuerwehr? Die kann man nicht wegreißen. Die Bushaltestellen genauso wenig. Dem fehlt noch ein bisschen rum. Naja, aber das kommt noch. Ah, ich weiß nicht. Ich könnte hier zwar noch eine Uni hinstellen, aber das passt nicht. Müsste ich mal gucken. Ich warte mit den Bauern erstmal ab. Hier ist auch noch einer. Ja, ja, das kriegen wir aber hin. Denke ich. Man kann ja, glaube ich, auch irgendwelchen Items die Reichweiten erhöhen, ne? Also das kriegen wir auch noch hin. Der ist fast fertig. Wunderbar. Den kloppt er doch. Den klappt er doch. Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei 15.000 im Plus. Kriegen das ja nach und nach aufgeschüttet. Wichtig sind aber auch erstmal die hier. Davon können wir aber auch ein paar, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja momentan ein paar Arbeiter zu viel. Ein paar Arbeiter ausbauen. Ah, Gott, der baut da so zu viel aus. Ziehen oder so kann man nicht, ne? Doch. Sehr schön. Oh, bloß ein bisschen im Blick behalten, das Ganze, ne? So, hier könnte man nämlich auch schon mal ausbauen. Wunderbar. So, das war zu viel. Das war zu viel. Warte mal, man kann es auch wieder runterstufen, ne? Na, irgendwie. Ich meine, wir kriegen zwar noch neue Arbeiter da hinten. Aber ich glaube, das wird nicht reichen, oder? Ah, gucken wir gleich mal. So, ich habe gerade gesehen, hier steht noch ein Wirtshaus. Brauchen wir das hier überhaupt noch? Schule, Uni, gut, aber die brauchen kein Wirtshaus mehr, ne? Bier und so ist extra, sie brauchen das Varieté, ja, und Kirche. Aber kein Wirtshaus. Allerdings hat das Wirtshaus hier, glaube ich, auch Reichweite, ja, wohl... Hier ist auch noch eins. Vom Stapel gelaufen. Das ist schon mal sehr schön, das ist schon mal sehr, sehr schön. Gut, ich schicke mir gleich Sachen rüber. Ich muss mich nochmal kurz um die Bauern kümmern. Ah, ich lasse es mal stehen, aber ich glaube, das kann der Herr weg. Einmal kurz, das war hier, ne? Hier wollte ich noch ein paar ausbauen. Hier haben wir inzwischen ja wieder ein bisschen Holz. Nee. Aber das sollte bleiben. Hier will ich lediglich die Bauern ausstufen. So.
Da ist Holz wieder weg. Naja, aber es sind schon mal eine ganze Ecke weniger. Jetzt fehlen nur noch 52. Ja, das klappt. Wenn hier die letzten paar Häuser ausgeht, dann klappt das. Genau das. Gut, aber ich darf jetzt definitiv erstmal keine Arbeiter mehr ausbauen. Aber hier kommen ja noch jede Menge Bauern weg. So ist es nicht. Kriegen wir also hin. Also unser Verdienst steigt gerade sehr, sehr gut. Kann bloß sein, dass wir ein Problemchen kriegen mit Bier und so. Neue Befehle? Aber mal gucken. Erstmal hier vollhauen. Damit wir werden hinten erstmal alles aufbauen. Ganz vernünftig. In Reihe und Glied, wie es sein soll. Bevor wir das unten den Weg reißen, wo wir später Trauben anbauen, die wir auf jeden Fall brauchen. So, ja, und nicht weh. So, dann nimmst du erstmal gut Holz, ist sogar hier knapp. Das ist doof. Ich wollte 2 Stacks Holz mitnehmen. Okay, gut. Aber man kann es auch schon mal rüberbringen. 2 Stacks Ziegel. Wir nehmen mal 2 Stacks davon mit. Gut, ich hätte eh nicht alles mitgekriegt. Das Ding wäre voll gewesen mit dem Holz, weil ich wollte ja noch Fenster mitnehmen. Du treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Ach, reck dich ab, Lady. So schlimm ist das nicht. So, wo ist hier das Kontor? Da oben. Wir bringen hier erstmal alles hin. Abdrehen beginnen! Ja, immer mit der Ruhe. Wieso haben wir denn hier so einen Holzmangel durch den Ausbau, ne? Und ich glaube, den locke ich auch später mehr Touristen hier an, ne? Ich hoffe es zumindest. Ja, guck mal, die Arbeiter werden sehr schön weniger. Warte mal. Da haben wir gleich. Ein bisschen Holz haben wir hier schon wieder. Wir müssen hier eh noch welche aufbauen. Siehst du mal. Den haben wir das Arbeiterproblem behoben. Jetzt haben wir wieder genug. Ja, so langsam kommt es. Oh, jetzt sind wir schon 18.000 im Plus. Sehr schön. So, die hier ein bisschen im Blick behalten. Der müsste eigentlich gehen. Geht auch, wenn Holz da wäre. Bei dem genau das Gleiche. Dann geht die wahrscheinlich auch, ne? Ja. Die können wir dann auch ausbauen. Sehr schön. Dann kriegen wir das Stück für Stück voran. Dann war's das. Dann können wir ja auch die Sachen hier entfernen. Aber ich glaube, ich baue erstmal hier aus, bevor ich die Sachen entferne. Wäre nicht verkehrt. Ein paar Bauern aufwerten. Naja, es mangelt an Holz, ne? Ja, gut. Aber wie gesagt, dann brauchen wir später auch weniger Bier und das, weil das brauchen die Huhn ja gar nicht mehr. Und dann können wir hier auch ein bisschen abspannen, sagen wir mal so. Dann brauchen wir nicht mehr ganz so viel. Das spart dann auch wieder Geld. Zwischenzeitlich die Gute mal im Blick behalten. Ich meine, wir sind noch weit entfernt mit Krieg mit Ehe, aber das muss ja nicht sein, ne? Kriegsschiffe, die haben viel zu viel für Schiffe. Hafenmeisterei, Moral, okay, Kriegsschiffe, Handelskammer. Unterhaltskosten minus 10%. Für Rumbrennerei, fortschrittliche Rumbrennerei und Hazidia-Rumbrennerei. Ich glaube, das ist kam im DLC neu, dieses Hazidia, ne? Und hier ausgerüstet Schiffe. Ja, gut. Kriegen wir alles wieder in bester Ordnung. Immer mit der Ruhe, wie gesagt, auch ganz gemütlich diesmal. Immer weiter ausbauen. Was ist das hier von einer? Versuche zur Wurzel des Übels. Ach ja, steamt hier. Wir hatten hier irgendwo eine Quest, die ist weg. Zahnfleisch, das blutet, heilt schnell. Ah ja, die Quest ist gerade fehlgeschlagen. Okay. Das war das hier, dass wir Brot anschaffen sollen, was wir genug haben. Keine Ahnung, worum es nicht ging. Aber ist ja auch wurscht, vielleicht war auch die neue Welt damit gemeint. Glaube ich nicht, er hat es ja hier angezeigt. So, ich will aber noch einmal kurz bei Diplomatie gucken. Bei ihr stehen wir noch sehr gut, bei ihm kommen wir auch höher. Hoffe ich. Oh, ein bisschen Einschleim hier. Wahrscheinlich Geschenk anbieten. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Jo, das bin ich, mein Freund, das bin ich. So, Handelsrechte unmöglich. Nicht-Angriffspakt unmöglich. Ja gut, da kommen wir jetzt aktuell nicht weiter. Aber wir haben zumindest Frieden. Mit ihr habe ich ja momentan auch Frieden. Naja, gut, das lüft aber. Wie gesagt, aktuell will ich keinen erhöht. Wahrscheinlich, ja. Unmöglich. Unwahrscheinlich, okay. Nee, ich will ja nicht schon wieder Krieg mit ihr. Probieren wir mal. Ich bin dankbar für ihr dargebrachtes Vertrauen. Ja, aber so langsam kommt das doch wieder, ne? Leicht eingeschränkt. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen. Nein, nicht jetzt. Ich bin stolz darauf, das zu sein, wofür mein Vater gehalten wurde. Ein Verräter der Krone. Gott schütze die Königin. Ja, danke, Lady. Danke. Aber wird schon stimmen?
Gut, Schiff dann zwischendurch mal angekommen, verschollen dich nicht. Dauert ja ein Weilchen, ist doch schon eine Strecke. Nein, du solltest doch nicht drehen, Mensch. Jetzt hat er die Korde hier verschoben. So, ich wollte da hinspringen. So. Nee, natürlich nicht. Aber gut, wir können jetzt eh noch nicht aufbauen. Ich will mir schon mal die Sachen hinbringen. Obwohl, ich glaube, das bräuchte auch gar nicht. Ich werde das hier gleich mal ausbauen müssen. Wir haben einen leichten Holzmangel, wenn ich das mal so erwähne. Inzwischen haben wir zumindest mal wieder 20. Das heißt, ich komme hier zumindest schon mal weiter. So. Wunderbar. Und die müssen doch auch gehen, oder? Hier ist das Holz wieder weg. Wie viel bräuchten wir? 8? Ja, aber komm, das Lüft, das Lüft. Ja, ja, die hat an ihrer Insel Anteile zu. Ja, das kann sie erstmal. Wie gesagt. Den nochmal. Sehr schön. Statistisch gesehen sind wir unglücklich. Ja, reck dich ab. So, die brauchen mich nur noch Uni und keine Schule mehr, ne? Das heißt, diese Schule hier, die ich bedürftig dahin gebaut habe, die kann wieder weg. Alles unnötig kosten. Das muss nicht sein. Zack. Sehr schön, sehr schön. Und das werden wir nach und nach mit der ganzen Stadt machen. Wie ich zum Hochhausausbau habe ich noch nicht... Schande. Und ich ganz rausgefunden. Weil da fehlt noch irgendwas. Ja gut, wir brauchen noch mehr Investoren, das kommt aber noch. Aber was das andere da ist, weiß ich bis jetzt noch nicht. Was da fehlt, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich alle Bedürfnisse erfüllt oder sowas. Kommt alles noch, kommt alles noch. Im Moment will ich ja nicht weiter ausstufen, weil ich dann Holz brauche. Und ich wette, ich kann noch mal kurz nachgucken. Das reicht jetzt schon nicht mehr mit dem Gulasch. Wir haben hier eine Nachfrage von 3. Okay, das geht. Wo machen wir aktuell Gulasch? Also gute Frage. Ich glaube, das war hier Lacogill, ne? Ja. Ah, doch, doch, doch. Wir versorgen noch mit mehr. Nachfrage von 3. Aber gut, das kommt durch die Schiffe. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wenn wir immer weiter ausbauen, brauchen sie natürlich auch immer mehr Gulasch und den... Aber das kriegen wir schnell. Eins nach dem anderen. Das wird schon kommen. Wie gesagt, erstmal das Schiff da oben hin, erstmal ausladen, wieder hinschicken, noch mehr holen. Wenn es denn irgendwann mal ankommt. Ich will nur oben auf die Insel klicken und der verdreht. Ich sitze hier aber auch bescheiden. Da ist es doch. Wunderbar. Den kommt es noch drin. Ich hoffe, das passt. Ah, passt noch. Sehr schön. Den holt er mir gleich die nächste Fuhre. Wir brauchen ein bisschen mehr davon, damit wir hier gleich mal im großen Stil bauen können. Sind unterwegs. Wunderbar, wunderbar. Gut, gut, gut. Wie gesagt, das kriegen wir hin. Holz sammelt sich zwar sehr langsam an. Oh, guck mal. Aber da haben wir jetzt auch wieder eine ganze Ecke. Das soll ja auch ein Pendlerkai hin. Und das machen wir wahrscheinlich auch als erstes. Aber ich werde hier auch gleich Bewohner mit aufbauen. Aber allerdings nur Bauern und Arbeiter, wie bei den anderen auch. Damit ich auf meiner Hauptinsel noch mehr aufrüsten kann. Da muss ich bloß mal gucken, wie das platztechnisch hin hat. Da hattet ihr wirklich recht. Am besten ist echt auf jeder Insel Mitbewohner rauf. Aber nicht höher als Arbeiter. Den Rest denn auf einer Insel. Gut, ich lasse das Schiff jetzt noch ein paar Mal in die Nähe fahren. Dann verabschiede ich mich für heute. Und morgen machen wir dann hier weiter. Da bauen wir dann die Insel auf. Damit wir die Materialien drüber haben. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jessie.